Alles war hier, willkommen zu einem weiteren Video zu Rocket League. Heute mit einem weiteren Community-Turnier und heute gibt es Preisgelder. Zwei Stück, und zwar der Gewinner bekommt zum einen hier drei Kisten, drei goldene Eier, hatte ich ja vor zwei Monaten so versprochen. Und außerdem bekommt der Gewinner einen Honda Civic Type R mit Underglow. Ich weiß noch nicht, welchen ich davon weggebe, entweder blau oder orange, das kann die Person dann wahrscheinlich entscheiden. Aber ja, das ist der Wagen mit Underglow. Der Underglow ist ein bisschen enttäuschend, haben wir ja schon mal vorgestellt, aber existiert, ist in Ordnung. Und wir machen natürlich auch selber beim Turnier mit, einfach aus Fun-Gründen. Und das ist ein 1 gegen 1 Turnier mit Rumble-Fähigkeiten. Gegen dessen Season 7 Platin-Spieler. Oder vielleicht sogar Gold. Hat auf jeden Fall Platin hier schon gewonnen. Swoosh. Swoosh. Naja, komm. Ich darf auch mal schießen. Ich will mal seine Talksplitter sehen. Soll er mal zeigen. Oh, das ist Legacy heißt das, ne? Habe ich auch. Aber wird er nicht Strike gerufen oder ist. Ah, nicht Strike. Ist das Ballistic? Es gibt doch einen, die so ähnlich heißt. Und die Wumblecraft sind natürlich drin. Um das. Oh. Oh, wir machen schon. Die Wumblecraft sind natürlich drin, um das skilltechnisch ein bisschen auszugleichen. Dass du als Platin-Spieler noch eine Chance hast, gegen Diamond zu halten und als Champion-Spieler vielleicht mit Grand Champ mit ein bisschen Glück und so weiter. In der Theorie ist das so. Ich weiß nicht, wie es in der Realität aussieht, aber in der Theorie soll das hilfreich sein. Und ja, wenn ihr keine Turniere verpassen wollt, dann folgt mir einfach mal auf Twitter. Ich habe es aber auch auf YouTube gepostet, also ihr müsst mir da nicht auf Twitter für folgen. Und ich habe es auch vorher auf YouTube angekündigt, by the way, in Videos, dass ich ein Turnier machen werde zum Wochenende. Also wer da jetzt sagt, oh, ich wusste nicht, dass ein Turnier ist, der kann ich auch nicht helfen. Achtung. Snap. Oh, schade, er hat es nur schön geblockt. Swoosh. Okay. Aua. Oh, der geht so rein. Lol. 5-4. Ich kann aber auch nicht. Ich try halt immer kurz wieder, dass wir wieder einen Vorsprung haben von 3-4 Toren. So, die Dead Kickoff. Zum kaputt. Huch! Was ist da denn passiert? Mit ein bisschen Präzision wäre es jetzt 5-5. Aber wie ist der denn nicht kaputt? Was ist da passiert? So. Ist ein bisschen. Oh! Den saved ihr noch. Fast. Können wir einfrieren. Machen wir mal. Swoosh. Oh, er kann auch einfrieren. Ist ganz lustig, wenn man damit einfach zur Decke fährt. Oh, er spikes. Verdammt. Swoosh. Swoosh. Okay. Wieder drei Tore Führung. Oh, er hat auch Tornado. Wieso war es jetzt so oft so, dass beide eine ähnliche Kraft hatten? Das war so genug knapp. GG. Alright. Nächste Game. Ich bin gespannt, gegen wen das ist. Leon hat sich viel besser geschlagen, als ich ihn zugetraut habe am Anfang. Muss ich ganz ehrlich sagen. Season 7 RNG Champion. Könnte ein Kandidat sein, um hier zu gewinnen. RNG, das kriegst du, wenn du in Wumble gut bist. Das heißt, er kennt die Wumble-Kräfte gut. Der hat eine gute Chance, Turnier zu gewinnen. Würde ich sagen. Egal, wie er sonst spielt, in Wumble Grandchamp zu werden, der muss schon ein bisschen was können. Und es ist ja quasi Wumble. Also ich denke, der wird da was Fünftiges machen. Pömpel? Er hat auch gepömpelt. Okay. Au. Schön. Griff. Er hat einen Tornado gekriegt. Alright. Kann ein Tornado drin. Also du kannst hier mit den Tornado und Dribbling starten. Ah, schade, ich dachte, es kommt ein bisschen krasser. Nice. Geht der? Ja, der geht, schön. Der war gut. Zwei Tore, ich habe es jetzt alle gemacht. Mastikov. Swoosh. Wird mit Gegentor gepunished. Ja. Ah, nee, mach ich nicht. Nee, sorry. Sorry, ich hab gelogen. Ich mach den nur, wenn es ganz gerade ist. Au, 3-2. Cool. Ich weiß auch nicht, warum ich übrigens diese Map ausgewählt habe. Ich glaube, es ist nur diese Map möglich. Ich finde die nicht mal gut. Ich finde die ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Oh, ich habe den Ausfluss eingefroren. Hoppala.
Und jetzt wächst. Krieg ich nicht mehr. Hätte ich das Einfrieren jetzt nicht aus Versehen eingesetzt, hätte ich ihn ganz leicht vom Wald rennen können. Brauchbares 50-50, ehrlich gesagt. Ja. Ja. No! Pain. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Weg damit. Hat er gesmelt? Wie geht? Teleportation? Nein! Nein! Oh, machen selbst! Wegen sowas liebe ich Wumble. Wegen sowas liebe ich Wumble. Ah, das war so dumm. Das war ja so dämlich. Er hat alles versucht, aber... Nicht, was er da gemacht hat, war dämlich. Das, was am Ende auf dem Feld passiert ist, das war dämlich. Das ist das, was mich erheitert. Jetzt einen Kick auf Tod zu kassieren, ist natürlich dumm. Leute werden sagen, oh, Bardo, der hat einen Speedflip gemacht, du musst einen Speedflip können. Passiert das nicht. Also, jein. Weil du kannst ja einen Speedflip kontern, wenn du weißt, was du machen musst. Und da ist der Ball nicht, guck mal jetzt, er hat einen Speedflip gemacht, ich nicht. Und trotzdem ist der Ball in seiner Hälfte und ich habe die Chance. Der Fake hat eigentlich geklappt. Könnte der kommen? Der kommt. Nice, let's go. 5-5. Die Partie macht Fun. Die Partie macht Fun. Jetzt passt das. Oh. Hä? Habt ihr gesehen, was passiert ist? Mein Wagen hat komplett die Kontrolle verloren aus einem... Ich hätte gedacht, er hätte einen Pömpel eingesetzt oder so. Weil mein Wagen hat in der Luft... Man sieht es nicht mal in der Wiederholung. Hä? Ich konnte nichts mehr machen. Ich war in der Luft, mein Wagen auf einmal... steif. Hatte ich keinen Boost mehr? Das muss es ja gewesen sein. Aber ich konnte mich auch nicht bewegen in irgendeine Richtung. Strange. Sehr, sehr strange. Und jetzt hat er einen Speedflip gemacht und trotzdem kriegen wir das Tor. Weil ich habe das gekontert, indem ich mich breit gemacht habe. Der geht. Und wir führen. Oh Gott, das habe ich jetzt geschockt. Ja, einfach 50-50 provoziert. Und den nicht gemacht? Doch gemacht. Let's go. Nice. Knappes Game. Mal sehen, was er gegen die Masti macht. Ja, gute Kraft. Bitte? Ja, let's geht's. Let's go. Let's go. Das ist ein Move, den muss ich mir merken für 1 gegen 1. Hochspielen und dann, wenn du oben bist, den Schuss machen. Oh. Ja, nice, let's go. Ich muss aufhören, generell zu trollen, wenn der Gegner besser ist. Oh nein, wieso? Das war so dumm. Nein, das war doppelt dumm, das war... Ah, jetzt Spikes. Wisst ihr was, komm, ich gebe auf. Er hat mich gut gesmashed, nehmen wir mit. Ja. Wir haben am Anfang gut mitgehalten. Dann ist aber sehr schnell zerbrochen, das Mithalten. Aber nehmen wir. Oder die rechte Seite ist noch im Viertelfinale. Die linke Seite hat schon ihr Halbfinale halb fertig. Also. Okay, ist wirklich ein bisschen ähnlich gewesen. Aber Ocean Blue steckt sich besser, als ich mich geschlagen habe. Also haben wir auf der linken Seite einen guten Spieler, auf der rechten Seite einen guten Mitspieler. Also, das wird schon jemand gewinnen, der ein bisschen was kann. Wir werden ein skilliges Finale sehen. Wait, Tiger Zockt hat gewonnen? Sogar deutlich! LOL! Ich muss aber Montana Black mal loben. Er hat es jetzt wieder einen Monat geschafft. Ohne Kontroverse. Die letzte Kontroverse war ja, wo seine Fans... Oh, der Safe, Alter. Die letzte Kontroverse war ja letzten Monat zur Gamescom. Wo seine Fans und Security ganz gerne mal Leute weggetreten haben, die im Weg standen. Ist angeblich vorgekommen. Ich war ja nicht da, ich weiß es nicht. Aber es ist angeblich mehrfach vorgekommen. Und dass Montana Black sich dachte, ja, okay... alle anderen YouTuber und Streamer, die da sind, die laufen da nicht öffentlich rum. Und das ist schon seit 2014 so, dass es Autogramm- und Fantreffen, Anführungsstriche, nur gibt hinter Absperrung und so weiter. Aber er dachte sich, ey, ich laufe da einfach mal so, just for fun, ein bisschen rum und guck mir das mal an und, ja, ist natürlich so geendet, wie es enden konnte. Das war sehr knapp. Hätte er nicht die dumme Tornado-Kraft gehabt, wäre es ein Tor gewesen. Und Montes Piste zieht voraussichtlich ins Finale.
Ich hoffe, der schafft das noch einen Monat ohne Kontroverse. Oder vielleicht mal 2-3 Monate wieder ohne Kontroverse. Es gab hier mal Phasen, da war der jede Woche gefühlt in der Kontroverse verstrickt, weil er sowas gesagt hat wie Frauen sind wie Hunde. Finale! Ja, sieht gerade nach einer Zerstörung aus. Gegen Bronze hätte ich vielleicht gewinnen können mit Glück. Also vielleicht, ganz großes vielleicht. Aber Leandro hat mich auch geklatscht, also... Der wird wahrscheinlich hier zu Recht gewinnen. 4-3. Im 1 gegen 1 kann halt so viel passieren. Macht Leandro nicht ganz ernst, oder was war da jetzt los? War es jetzt... Nee, okay, er hat nur gesaved. Oh, das Dribbling könnte ein bisschen riskant sein. Mit Kräften, wenn Monte... Oh, okay. Das ist subideal gelaufen. Du kannst überall Sub dran machen an Bord. Aber er trollt. Er hätte ihn machen können, aber deswegen hat er ein bisschen stylen wollen. Leandro nimmt es hier nicht mehr ernst. Könnte backfiren. Diese leichte Arroganz jetzt gerade. Könnte backfiren. Ja gut, kann man schwer beurteilen. 1 gegen 1 und 2 gegen 2 und 3 gegen 3 ist noch was ganz anderes. Ja, guck mal, wenn er im 1 gegen 1 Grand Slam 2 ist. 1 gegen 1 ist so ein schwerer Modus. Und der Modus Pistol ist ungefähr so gut wie ich. Deswegen ist nicht unwahrscheinlich, dass ich den im knappen Spiel besiegen könnte. Okay, 6-6. Ich glaube auch auf Grand Slam 2 Niveau. Ja, gutes Tor. Auch auf Grand Slam 2 Niveau sind random Teammates scheiße. Wir müssten gleich eine Wammelkraft kriegen. 10 Sekunden noch. Komm, Monte, let's go. Let's go. Ich weiß gegen dich wegen den Namen, aber jetzt machst du es. Oh, der Konter. Ah, das ist Pain. Ich hätte es ihm wirklich gehört, ehrlich gesagt. Weil der hatte... Oh, er kann ihn noch hochhalten. Der hat das hier zu einer knappen Partie gemacht. Gegen Spieler, der einfach... Wie viele Ränge über seinen Rang ist? Wenn man nur den 1 gegen 1 Rang betrachtet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8 Ränge über ihm. Okay, gut. Dann kriegt ihr jetzt noch die goldenen Eier. 3... So, wenn man es bis zum Ende der Season wartet, kostet er halt nur noch 100 auch so ab. Ja gut, hat er verdient gewonnen. Shoutout. Danke für die Credits. Der hätte mir auch einfach irgendeinen Scheißgegenstand geben können. Sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Turnier, was auch immer das für ein Turnier wird. Und dann würde ich sagen, bis dahin, Leute. Creator-Code BADEPS&T, wenn ihr euch was im Shop holt. Oh, ist immer noch der Dominus im Shop. Aber Dominus noch im Shop, die Reifen. Egal, Leute, bis dahin und ciao.